So. Willkommen in der Fabrik. Also wir vor 6 Wochen angefangen hier, haben hier Konzerte zu machen, hätten wir uns nie geträumt, dass wir heute, wie geht das nochmal, das ausverkaufte 5. von 5 Konzerten, ihr wisst schon, was ich meine, haben. Das ist doch einfach fantastisch. Vielen, vielen Dank. Toll. Und das ist, wenn es nicht so gut gelaufen wäre, wir hatten mal gedacht am Anfang, ja, wir machen das jetzt 7 Konzerte lang. Es ist so gut gelaufen, dass wir mit der Fabrik zusammen uns gesagt haben, ja, wir verlängern das erstmal bis zum Jahreswechsel. Den Flyer liegt hier aus. Wir haben viele ganz tolle Konzerte noch für euch parat und da freue ich mich mit euch zusammen darauf. Ja. es ist alles so toll. Ich möchte einfach ganz herzliches Dankeschön, wirklich ein herzliches Dankeschön dem fantastischen Team von der Fabrik hier sagen, die das so entspannt und freundlich und alles Mal für Mal machen. Einen tollen Sound, das tolle Licht, alles was hinter hier ist, das finde ich, ist auch ein Applaus wert. Ihr seid wirklich ganz, ganz toll. Vielen Dank. Und danken möchte ich auch dem ganzen Team von der Jazz Federation. Also wenn ich sage, wir sind das die Jazz Federation, das sind auch so viel ehrenamtliches Engagement und Leute, ohne die es alles einfach nicht möglich wäre. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Danke auch an das Team von Hamburg Stream, die hier sind. Ja, ihr dürft klatschen. Damit auch alle die, die jetzt schon wieder nicht raus wollen, die Musik sehen können. Und wir danken dem NDR, dass es so kurzfristig möglich war, eine Aufzeichnung von diesem Konzert mit zu organisieren. Das ist auch toll. Yeah. ich war bei den nächsten Konzerten. Genau, eins ist nicht laufen, auf das möchte ich euch noch hinweisen. Heute in einer Woche, wir hatten noch nie eine, das ist nicht ganz wahr, letzte Woche war eine Sängerin da, genau, mit den Jugendbigbands, aber wir hatten noch nie eine richtige Sängerin hier, ja. Und nächste Woche haben wir Faye Klaassen hier mit dem ganz tollen Jazzkombinat, einer der tollsten jungen Big Bands, die es hier in Deutschland gibt. Faye Klaassen, von der die Presse sagt, she is to sing in what Audrey Hepburn was to the movies. Okay. Und das gibt es nächste Woche hier zu hören. Also, und unter dem Titel übrigens Good Times. Spaß haben. Ja. Okay. Ich begrüße unser Publikum hier bei Hamburg Stream. Vielleicht gucke ich in die richtige Kamera, wer weiß. Danke, dass ihr nach wie vor dabei seid. Es ist ganz, ganz wichtig. Ich sage nur diesen einen Satz zur Situation. Es ist noch lange nicht vorbei. Wir brauchen euren Support. Danke vielmals. Es geht an die Musiker. Es geht an das Weiterleben von Hamburg Stream. Vielen, vielen Dank einfach für alles und viel Spaß. Gut. Die ganze Zeit, in der wir leben, ist wie eine Improvisation. Und deswegen passt das vielleicht so zu der Musik, die wir hier sowieso machen. Das ist jetzt ein bisschen ein einfacher Satz. Aber bei allem Optimismus braucht es, glaube ich, auch eine gewisse Stärke, eine gewisse spirituelle Stärke, das alles durchzustehen oder mitzumachen. Und ich glaube, die Band, die wir heute hören werden, ist ein ganz gutes Beispiel dafür. 4 außerordentliche Typen, außerordentliche Musiker, deren Wirken, deren Horizont weit über das hinausgeht, was nur Musik ist. Ja. Der Tomasz Kowalczyk, den wir gleich hören werden, der als ganz junger Mann super talentiert, Jungstudent und sich dann für eine ganz andere Laufbahn entscheidet und dann doch wieder bei der Musik landet. Markus Stockhausen, der Bücher schreibt und, und. Ich finde das hochinteressant und ich freue mich mit euch zusammen auf das Tomasz Kowalczyk Trio mit Janosz Pangels am Schlagzeug, Felix Behrendt am Kontrabass und Tomasz Kowalczyk am Klavier. Viel Spaß!
Stimmung hier bei euch. Herzlich willkommen, Hamburg. Wir freuen uns unfassbar sehr, heute hier sein zu dürfen. Nicht wundern, wenn ich ab und zu das ein oder andere Wort auch auf Englisch sage, denn ich muss ja auch unser Publikum im Netz begrüßen. Und das ist irgendwie das Schöne, das einzig Schöne an dieser komischen Zeit, in der wir leben, dass wir jetzt auch so kreative Formate entdeckt haben. In diesem Sinne, welcome to the stream, everybody. Dobry wieczór, labas. Da hört's auf. Genau, wir freuen uns unfassbar, heute nicht nur im Trio auf dieser Bühne zu stehen und quasi in der langen Geschichte dieses Trios, die wir eigentlich schon hinter uns haben, jetzt das erste Mal, gut, gestern in Berlin haben wir auch schon mal gespielt, aber quasi das erste Mal jetzt mit einem Gast auftreten zu dürfen. Und das ist nicht einfach irgendein Gast, das ist ein ganz besonderer Musiker und Mensch, mit dem wir uns seit Freitag richtig, richtig gut verstehen, menschlich und musikalisch. Wir hoffen natürlich, dass er das auch ähnlich sieht und freuen uns sehr auf diesen Abend zusammen mit Markus Stockhausen. Bitte begrüßen Sie Markus.
Hallo. Das ist auch für mich eine ganz große Freude, mit diesem super Trio zu spielen. Die drei sind eingespielt, die wissen genau, wie sie miteinander hin und her die Bälle werfen. Und dass ich da einfach so dazukommen kann, das ist wunderbar. Jetzt spielen wir ein Stück von mir, es heißt Better World und ist Ausdruck meines grenzenlosen Optimismus. Also ich glaube, das passt irgendwie, dass wir das jetzt heute spielen hier. Ich habe es auch mal mit Florian Weber im Duo für ECM aufgenommen, schon vor einiger Zeit. Aber das Stück lebt weiter und ist vom Titel her zumindest aktueller denn je. Denn ich glaube, dass wir alle ein Recht darauf haben, dass wieder eine Better World entsteht. Aber es muss eine neue Welt sein, es kann nicht die alte sein. Also ich glaube, wir alle sind da gefragt, neue Ideen zu haben, wie es wirklich weitergeht. Und ich wünsche mir eine Welt, die einfach ehrlich ist. Und respektvoll, ehrlich vor allen Dingen. Danke. Very brief in English. This next piece is called Better World. The title I don't have to translate, but it's my deep wish that a new time will come, which is not the old back, but a new time that will really bring a better world and a world of honesty before all, honesty and respect for each other. Thank you. Thank you.
Vielen, vielen Dank. Bei dem Schlussakkord ist ein kleines Missgeschick geschehen. Nämlich ist da irgendwas vom Pedal abgefallen. Und wenn ich jetzt das rechte Pedal drücke, ist es trocken. So soll es eigentlich nicht sein. Was machen wir denn jetzt? Ist zufällig die Klavierstimmerin noch im Haus? Ist jemand von Ihnen Klavierstimmer? Nee. Also unterhaltet euch mal eine Weile. Ich glaube, wir brauchen ein paar Minuten Pause. Handwerklich begabte Menschen dürfen auch gerne auf die Bühne. Da ist so ein kleiner Stift drin, ne? Der hält nicht gut. Und im schlimmsten Falle brauchen wir einen Freiwilligen, der sich unter den Flügel legt und den Abend über festhält. Das nächste Stück heißt Ein Lächeln, in Englisch A Smile. Thank you.
Jetzt spielen wir wieder ein Stück von mir. Es heißt Our Father und ist vor vielen Jahren entstanden. Ich wurde gebeten, das Vater Unser, das Gebet zu vertonen. Und so ist die Melodie, wenn ihr sie gleich hört. Erst wird sie vom Bass kurz vorgestellt, aber nur zur Hälfte. Und dann spielt die Trompete nochmal und da ist jeder Ton sozusagen eine Silbe in dem bekannten Gebet. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Untypisch im Jazz sowas zu machen, aber es hat es eigentlich immer auch gegeben, im Soul und im Blues, im Gospel, dass religiöse Inhalte vertont wurden. Also viel Spaß damit. Thank you.
Vielen, vielen Dank. Das war Siemens Horizon. Ein Stück von unserem geliebten Bassisten Felix Behrendt. Das nächste Stück ist ein bisschen ruhiger und das läuft immer noch unter dem Projektnamen New Ballet. Das war eigentlich ein Übergangsname und wir suchen immer noch nach dem perfekten Namen dafür, schon seit einer ganzen Weile. Also wenn Sie gute Ideen haben, kommen Sie gerne nachher auf uns zu. Wir stehen übrigens, das sage ich nachher auch nochmal, wir stehen hinten dann am CD-Tisch. Und wer eine richtig gute Idee hat, der kann sie gerne vorschlagen. Und wer weiß, vielleicht benennen wir das Stück dann irgendwann um. Ansonsten heißt es erstmal weiter New Ballet. Thank you.
Vielen Dank. Genau, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben CDs dabei, oder ich habe von einem CD-Tisch gesprochen. Für all diejenigen, die noch keine CD von uns haben oder keine CD von Markus haben, wir stehen nach hinten beim Ausgang und haben jede Menge CDs mit dabei, ganz, ganz verschiedene CDs. Also wir haben ein einziges Album von diesem Trio bisher. Nächstes Jahr sieht es mau aus mit Konzerten. Da nehmen wir uns fest vor, an dem zweiten Album zu arbeiten. Insofern, von uns gibt es eine CD. Die Jungs haben auch noch eigene Projekte mit dabei. Die gehen mir ab und zu mal fremd. Und spielen auch noch in anderen Bands. Genau, also wenn ihr von den Jungs was kaufen möchtet, die haben auch unterschiedliche Projekte dabei. Und Markus hat natürlich auch ganz viele tolle Alben dabei. Und wir würden uns freuen, euch hinten am Tisch dann nachher zu treffen. Wir haben auch so noch so ein kleines Gästebuch gekauft. Da dürft ihr gerne beispielsweise eure E-Mail-Adresse eintragen oder aber auch einfach einen Kommentar, eine Erinnerung an diesen Abend. Wir finden es unfassbar schön hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist ein super... Es ist ein super schöner Saal, es ist eine ganz, ganz tolle Atmosphäre und an dieser Stelle auch nochmal ein Riesendank von uns. Der Christoph hat es vorhin genannt und all die Leute aufgezählt, die an diesem Abend heute beteiligt waren. Und das ist für uns natürlich auch, wir waren vor 3 Wochen noch auf Tour durch Deutschland unterwegs und die Tour war ganz, ganz anders, als wir uns das ursprünglich mal ausgemalt haben. Da wurden total viele Termine abgesagt, aber es gab super viel Solidarität und Menschen, die mit uns Konzerte ganz kurzfristig organisiert haben, teilweise zu Hause, in ganz, ganz spannenden Bedingungen. Und jetzt sind wir hier und heute beim Soundcheck waren irgendwie 20 Teammitglieder, Kameras, NDR, Jazz-Fat-Leute. Also es ist einfach ein Riesenstab an Menschen, die an diesem Abend hier beteiligt sind und ja, an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank von uns aus an euch alle für diesen super Job.
Wir machen weiter im Trio mit einer Nummer, die auch auf der CD drauf ist: Himmelkopf.
Applaus. Felix Fehren. Mein Name ist Tomasz Kowalczyk. Markus Stockhausen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Eine haben wir noch. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr alle gekommen seid. Das ist ein unfassbar wichtiges Zeichen und das macht uns Musikern viel Mut und Hoffnung, so einen gut gefüllten Saal hier zu sehen mit euch. Es sind verrückte Zeiten und wir brauchen euch, wir brauchen eure Unterstützung. Also bleibt uns treu, bleibt der Jazzfett treu, bleibt Markus treu, bleibt uns allen treu und empfiehlt uns weiter. Geht weiterhin zu Konzerten. Das macht doch Spaß, oder? Also, thank you all for joining on the live stream. It means a lot to us having audience in many countries of this world being here with us. We don't hear you clapping, but we know that you are with us. Thanks a lot. Das letzte Stück heißt Ostatnie Słowo. Das heißt in Polnisch so viel wie das letzte Wort. Das trifft es jetzt ganz passend als letztes Stück, das ist aber eher reiner Zufall. Und das Stück handelt von ewig nicht endend wollenden Gesprächen. Kennt ihr bestimmt auch, wenn man in einem Diskurs ist mit einem Gegenüber und man findet einfach nicht das letzte Wort, weil man die zwei Parteien einfach nicht zusammenbekommt. Und das Stück ist meinen Bandkollegen gewidmet. Diese Gespräche sind sehr fruchtbar. Ich habe ja nichts gegen diese Gespräche, aber insofern, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Ostatnie Słowo. Thank you.
Vielen Dank. Doch nicht das letzte Wort. Thank you.
Thomas Friedan. Felix Bill. Janos Pandis. Was für ein herrlicher Abend. Was für ein Optimismus. Wie schön. Danke euch fürs Kommen. Wir waren ein wunderbares Publikum. Fantastisch. Wie toll. Hallo Hamburg Stream, wer noch da ist. Vielen Dank für die Großzügigkeit, das war fantastisch. Wir fahren einfach weiter. Nächste Woche hier mit Good Times, Falk Larsen, die Sängerin mit dem Jazzkombinat. Am Dienstag, dem 27. Oktober, Boris Netzwitter, der Pianist, mit einem total neuen Programm. Dann nur bei Hamburg Stream. Aber so, lauter gute Dinge. Das wünsche ich euch auch. Kommt gut nach Hause, Ausgang ist da lang. Ciao.